Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, wie ihr es schon im Titel lesen könnt, Tipps für eine glückliche binationale Beziehung. Jetzt wollt ihr von mir die ultimativen Tipps haben. Ich kann nur sagen, nach all diesen Erfahrungen und so weiter, also ich bin nicht Dr. Love und ich bin auch nicht, was kann man sagen, eine Zauberwoman, also dass ich euch jetzt hier magisch alles, ihr sagt mir, wie euer Partner ist und ich gebe die ultimativen Tipps. Manche schreiben mir wirklich E-Mails und denken, ich bin hier, ich habe Röntgenaugen oder keine Ahnung. Ich kann mal kurz ausholen, oder ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie ihr seht, ich habe schon einen Zettel in der Hand, allerdings ist das kein vorbereiteter Zettel, sondern das ist mein Zettel für den Kühlschrank. Na, das ist die Liste, die ich schon seit, ich glaube, über einem Jahr will ich diese Sachen haben. Manche sind durchgestrichen, seht ihr, und manche sind einfach noch nicht fertig. Und was heißt das? Ja, ihr müsst in einer Beziehung einfach lockerer sein. Wisst ihr, besonders mit einem Ägypter, da ticken die Uhren einfach anders. Ich bin immer, mein Mann ist völlig genervt. Ich mit meinen Zetteln, mit meinen Aufgaben, was er zu erledigen hat, welche Anrufe er machen muss. Er muss hier diesen Chef anrufen. Ich brauche ein paar islamische Antworten. Dann muss er hier anrufen, da anrufen. Ich will doch diesen Wasserbüffel haben. Hast du das endlich erledigt? Also der hat so viel zu tun mit mir immer, dass er schon hier oben, es reicht ihm. Wann ist die Liste endlich fertig? Und das ist eine never-ending story. Wir sind jetzt schon seit 2012 zusammen und es wird nicht besser, sagt er. Malesch, sorry. Ich habe eine schöne Tasse geschenkt bekommen vor 2 Jahren, einem Jahr von einer Freundin aus Hurghada. Passen 500 Milliliter Cola rein. Ja, so, was wollte ich euch sagen? Wisst ihr, ihr müsst einfach Ansprüche zurückstellen, Erwartungshaltung dämmen. Dann werdet ihr nicht enttäuscht. Das ist aber auch in einer anderen Beziehung so, also jetzt nicht binational. Es ticken fast alle Männer gleich. Nur die Ägypter, die ticken ein bisschen noch langsamer, ne? Weil die Uhren hier, ne, funktionieren nicht. Was ich hier bei den Ägypterinnen gelernt habe, am Anfang, gerade in der Verlobungszeit, sind sie besonders scheu und tun auch nicht so viele also so Ansprüche stellen. Immer schön zurückhaltend. Sobald der Ring am Finger ist, die Hochzeitsnacht ist getan, ne? Hochzeitstag erledigt, dann warten sie noch ein bisschen und dann fängt es an. Dann braucht sie das, 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 das. Also das sehe ich hier auch. Ne? Und natürlich auch, was ich gesehen habe, eine, die mag das Aussehen von ihrem Verlobten überhaupt nicht. Der soll an den Haaren was ändern. Sie findet ihn nicht hübsch genug. Er hat ein super nettes Herz, aber ihr gefällt sein Aussehen nicht. Das traut sie sich nicht zu sagen. Also das ist das Erste, mir ist es immer auf der Zunge. Also, geh mal zum Friseur, will ich immer sagen, aber das geht mich ja nichts an. Ne? Also von dem her, ich halte mich da raus. Das wird sie ihm dann beibringen nach der Hochzeit. Und das sind so viele Dinge, von den Ägypterinnen kann man viel lernen. Ne? Die haben noch ganz viel Respekt am Anfang. Gut, später sowieso haben sie immer noch Respekt, kann man nicht sagen. Aber wenn der Mann erstmal völlig, also wie gesagt, wenn man den Mann erstmal hat, kann man ihn ein bisschen besser lenken, als wenn man gleich am Anfang, also tick, tack, tick, tack, tick, und das machen wir Deutsche oft falsch. Wenn der Mann nicht von Anfang an voll verliebt in die Frau ist, dann sagt er auch, ey, weißt du was, du bist mir voll stressig, bye, bye, tschüss, das gebe ich mir nicht, das möchte ich nicht mitmachen, ne, und dann vorbei, ne. Jetzt ist es so, man kann Menschen aber auch nicht ändern. Na, viele versuchen dann, ja, ich werde mir den schon zurechtbiegen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, man muss ihm zeigen, hier haushaltstechnisch, du musst bitte mit anpacken, das möchte ich ganz gern. Also im Gewissen so minimale Sachen kann man ändern an dem Mann, aber nicht die Grundeinstellung. Also wenn man jetzt in einen Mann verliebt ist und mit dem zusammenkommt und der ist total dominant und stur und beharrt immer auf seinem Recht, auf sein Recht, das wird sich kaum ändern. Oder genauso, ich sag mal, ich habe es ja im Buchclub, die Leute, die wissen das. Ich war einmal natürlich vor meinem Mann, hatte ich auch ein Leben, man glaubt es kaum. Da war ich einmal 5 Jahre zusammen, hat nichts gebracht und die nächste Beziehung 10 Jahre zusammen, auch nichts gebracht. Und die erste Beziehung war sogar noch besser als die zweite. Die zweite war der blanke Horror und da war ich noch 10 Jahre. Und man denkt immer, komm, da wird sich noch was ändern. Da irgendwann siehst du Land, da trennt man sich und dann, ah, jetzt hat er es bestimmt gecheckt. Dann kommt man wieder zusammen und dann läuft es noch mieser. Leute, es bringt einfach nichts. Manche Charakterzüge
kann man nicht ändern, da kannst du dich auf den Kopf stellen, wie du willst. Und ich habe das natürlich mit meinem Leben, mit meiner Lebenszeit bezahlen müssen, dass ich diese Erfahrung machen musste. Musste so kommen, dass ich jetzt meinen Mann kennengelernt habe. Ja, und wenn ihr mal guckt, was ich hier immer, meine Erwartungshaltung, was ich alles will, ne? Ich will einen Gartenzaun, bis heute nicht, ne? Ich will Schattenplatz, Alhamdulillah haben wir jetzt einen Schattenplatz, aber auch nicht, ich will meinen ganzen Stall praktisch Schattenplätze, damit man auch nicht von überall reingucken kann. Immer noch nicht. Ha, ich will einfach nur einen Schlauch, einen neuen Gartenschlauch, weil der andere hat ein Loch, den muss ich immer so halten, dass kein Loch, dass kein Wasser rauskommt und mit dem spritze ich. Also sonst spritze ich mir nämlich immer, spritze mich selbst an. Das sind so Sachen, wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten, Basics. Ja, mein Mann hat das jetzt endlich mal bestellt nach einem Jahr und der Typ hat gesagt, ja, die Lieferung kommt noch, es dauert ewig. Obwohl so ein Gartenschlauch kostet 10 Euro, by the way. Also hier geht es nicht ums Geld, hier geht es um einfach organisatorische Dinge, bis man in die Pötte kommt, das mal zu erfragen, kann man das bestellen. Wir könnten uns aber auch ins Auto setzen, in die Stadt fahren und den einfach bringen, den Schlauch. Aber nee, also ich weiß auch nicht den Grund, warum wir das eigentlich nicht machen. Ne? Also es ist zum Lachen wirklich, dann denkst du immer, ja, so ist es. Und dann stehe ich vor meinem Kühlschrank, der Zettel ist schon ganz vergilbt und habe immer noch diesen Schlauch auf der Liste. Naja. Was haben wir noch? Ah, ich will an meinem Balkon auch natürlich ein bisschen zumachen. Ja, dass nicht jeder immer auf dem Balkon glotzen kann. Auch noch nicht. Der Vogelkäfig von Coco, wie süß. Der ist jetzt fast ein Jahr bei uns, ne? Am 18. November, 18. September eingezogen, 2017. Kein Vogelkäfig, aber gut, der ist ja jetzt, hat ja, das haben wir jetzt auch irgendwie dann, yalla. Oh, was sind da für Sachen? Ach, ich will im Wohnzimmer eine Gardine haben, ne? So Setara, Vorhang, immer noch nicht. Mahatta, ich will neue Kissen für die Dickas draußen, für die Garten. Ich setze mich da mit meinem Popo auf die Holzbank und es tut halt mit der Zeit, das magst du gar nicht sitzen. Das ist total unbequem. Da sollen doch schöne, so dicke mit Schaumstoff, mit einem tollen Design. Das hat noch nicht mal einen Auftrag gegeben. Das dauert. Ach, sag's mir. Die Gurte vom Auto, die hinten für die Kinder, beide kaputt. Kriegt er keine neuen ran. Wir sind jetzt auch mittlerweile so, dass wir wahrscheinlich Ende des Jahres das Auto verkaufen. Wir haben einfach die Faxen dicke. Das ist schon wieder die Windschutzscheibe kaputt und mir ist die Sicherheit auch irgendwie. Immer ist irgendwas kaputt. Wir sind dauernd, also jeden Monat haben wir 1000 Pfund locker, was wir reparieren müssen und das möchte ich nicht. Also Unfallgefahr hoch 10. Alle Fikra übrigens, Unfall. Mein Sohn habe ich noch gar nicht bei YouTube erzählt. Der ist vor ein Motorrad gefahren und hat sich hier das linke Schlüsselbein gebrochen. Alhamdulillah, die Story ist auch wieder krass. Ne? Da sind wir zu einem Arzt gefahren hier bei uns in der Stadt. Der hat dem einen 2-Kilo-Gips hingemacht. Da ist die Schulter so gehangen. Und der Arme, der hatte total Schmerzen gehabt. Ein Riesengips, dabei war der Arm gar nicht gebrochen, sondern nur zum Fixieren des Schlüsselbeins. Natürlich, dass das falsch zusammenwächst, weil der Junge, der wiegt ja gerade mal 14 Kilo. Naja, hat er auch nicht gecheckt. Am nächsten Tag habe ich gedacht, nee, also so können wir das nicht lassen. Ich brauche eine zweite Meinung von einem Facharzt. Dann sind wir nach 2 Stunden, ne, nach so hart gefahren, zum Knochenarzt, der unseren Schwager operiert hat. Und der hat die Hände auf dem Kopf. Was für ein Esel da bei euch im Dorf? Wieso macht er so ein kleines Kind so einen schweren Gips dran? Die Knochen wären nämlich so zusammengewachsen und später hätte er noch eine Operation gebraucht. Ja, siehst du, Alhamdulillah habe ich mitgedacht. Mein Mann hat mich wieder ausgelacht. Du mit deinen Sachen, die deutschen Regeln bei dir immer. Sag ich, ja, ne, man kann nicht immer alles akzeptieren. Man muss ja auch mal kontrollieren lassen. Und wenn es 2 Stunden hinfahren, 2 Stunden zurückfahren. Wisst ihr, an solchen Tagen habe ich dann auch gesagt, was mache ich hier in diesem Land? Da kannst du nicht sicher sein. Aber im Endeffekt, es gibt gute Ärzte. Man muss nur gucken, wo. Und Alhamdulillah, wir haben es ja hingekriegt. Und der Arzt ist wirklich Bombenspitze. Der Gips hat natürlich 450 Pfund gekostet, und diese Schlinge, die er jetzt hat, nur 15 Pfund. Jetzt wissen wir nicht, war das mutwillig von dem Arzt, will er Geld verdienen? Wir wissen es nicht. Oder hat er gedacht, ach komm, die Deutsche hier, die hat ja Kohle. So ist das. Anyway, der Kleine rennt wieder rum. Das ist am 30.07. passiert, ist alles wieder einigermaßen. Wir werden das nochmal nachrücken lassen, ob alles gut ist und sieht gut aus. Er hat auch kaum noch Schmerzen, also fast gar nichts mehr.
Naja, wir haben also, wie gesagt, ich habe hier wirklich einige Dinge, die hier noch nicht gemacht sind. Und ja, wir haben noch den Kühlschrank gekauft, der ist doch auch schon wieder ewig. Und da brauchen wir nur so ein kleines Holzstück drunter schieben, weil wenn man aufmacht, dass er nicht kippt, bis jetzt noch nicht gemacht. Weil der halt so groß ist, der Kühlschrank für unsere Küche, weil es sind ja immer so, ach, ich weiß gar nicht, wie man das erklären kann, es sind so Fliesen, die höher gebaut sind, damit man unten abspritzen kann und dass die Elektrogeräte nicht nass werden. Also ich habe in meiner Küche so eine Erhöhung und die ist ungefähr so, keine Ahnung, vielleicht so 30, 40 Zentimeter rundherum in die Ecken, damit die Geräte und die Küchenmöbel drüber stehen, ne? Und ja, da ist der Kühlschrank halt so schäps und da fehlt unten halt was. Ja, ist alles easy, kein Problem, wisst ihr. Locker bleiben. Wer einen Ägypter hat, der muss nochmal zehnmal locker sein. Na klar, habe ich mit meinem Mann auch am Anfang, wir hatten viele Probleme am Anfang, weil ich auch nochmal testen wollte, ist es jetzt ein Betsy? Warum macht er das jetzt so? Und wieso hat es so lange gebraucht, bis ich seine Familie kennengelernt habe? Sind auch immer so Sachen. Das war ja bei mir nicht so, oh, große Liebe, komm heiraten. Und ich wurde in die Arme genommen. So ist es auch nicht. Also wir hatten auch schon unsere Probleme. Hab ich alles auch in mein Buch geschrieben. Ne? E-Book, by the way, wieder Werbung machen muss ja sein. Davon muss ich ja auch mal wieder, immer wieder mal hier erinnern, dass wir ein E-Book geschrieben haben. Und ansonsten, ja. Es gibt keine Tipps. Ihr müsst einfach sicher sein. Liebt ihr diesen Menschen? Könnt ihr mit diesem Mann auf diese kleinen Fehler euer ganzes Leben lang blicken? Weil irgendwann ist der Muskelbody, das Aussehen irgendwann nicht mehr da. Da zählt nur noch das Herz und sein Charakter. Also wie er ist. Und wenn euch diese ein paar Charakterzüge schon stören, dann einfach, es ist wirklich eine andere Kultur und die muss man einfach akzeptieren können. Das sind halt zwei verschiedene Welten, ne? Entweder man findet sich da in der Mitte oder eben nicht. Und wie gesagt, es gibt keine ultimativen Tipps. Man muss aufeinander zukommen und ja, wir Frauen also müssen extrem lockerer werden. Auch die Pünktlichkeit, diese ganzen deutschen Eigenschaften müssen wir weglassen, damit, wenn man mit dem Partner wirklich glücklich werden will. Weil wenn wir immer wieder mecker, 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 wer mag schon eine Meckerfrau zu Hause haben, ne? Ja, wobei ich auch oft mecker, ne? Aber da ist die Liebe groß, kann man auch sagen, ne? Also, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, im Endeffekt sagt dieses Video gar nichts aus. Seht ihr das? Man soll locker bleiben oder auch nicht. Es gibt keine großen Hilfsmittel. Natürlich diese ganzen Sachen, die Tipps, die ich da vorgegeben habe mit Facebook, nicht mit anderen Männern trinken gehen oder im Kaffee sitzen, dann wird der Ägypter eifersüchtig. Das ist logisch. Aber jetzt so, wie ich mich ändern kann, im Endeffekt muss ich mich ja nicht ändern. Entweder ich ändere mich, weil ich mich irgendwie von selbst verändere, aber ohne Zwang, sondern man lebt in einem anderen Land, dann verändert man sich auch. Oder ich lasse es bleiben, ich will mich nicht verändern. Ich habe hier auch eine Freundin, die hat sich überhaupt nicht verändert. Die hat noch nicht mal ägyptisch kochen gelernt. Ist so, ne? Also jeder, wie er möchte. Also entweder akzeptiert man das oder eben nicht. Von dem her, denkt nicht immer, die Khadija, die schreibe ich jetzt an, die kann mir voll die Tipps geben. Ist auch nicht immer so, ne? Yalla, das war schon wieder von mir. Maschilema, boy, boy.